Lektion 6. Die Transitives, verbales Prädikatform. Objektpronomen. Siehe Anhang A, für vollständige verbales Prädikatformen. Absatz 6.1. Die Transitives, verbales Prädikatformen. Die beiden in Absatz 4.5 angegebenen transitiven Formen unterscheiden sich von der intransitiven Form nur in der Valenzposition. Daher muss jetzt nur noch diese Position diskutiert werden, um mit den transitiven Formen umzugehen. Die Valenzposition ist eine weitere Personalpronomenposition und muss daher die Kategorien Person, Numerus, Beliebtheitshierarchie, Menschartigkeit und Kasus, Fall, umfassen. Siehe Absatz 4.6. Die Kategorie Kasus nutzt hier das Merkmal Objekt. Dies erfordert das Vorhandensein von drei kategorialen Unterschieden in Personalpronomen, die in den Nominativfallformen nicht relevant waren. Verlaufsbahn, Trajektorie, Bestimmtheit, Spezifität und Hervorhebung, Bekanntheit. Die Kategorie der Verlaufsbahn hat drei Merkmale. Projektion, bezüglich. Reflexiv. Reziprok, wechselseitig. Wenn es eine projektive Verlaufsbahn gibt, wirkt sich die Tätigkeit, auf die sich der Verbwortstamm bezieht, auf ein anderes Wesen aus, als auf die sich das Subjekt bezieht. Zum Beispiel. Ich sah ihn. Bei der reflexiven Verlaufsbahn ist das betroffene Wesen das gleiche, auf die sich das Subjekt bezieht. Zum Beispiel. Ich sah mich selbst. Eine Reziprok-Verlaufsbahn findet statt, wenn zwei oder mehr Wesen, auf die sich das Objekt Fallpronomen bezieht, identisch sind mit denen, auf die sich das Nominativ-Fallpronomen bezieht, und wenn zwischen diesen Referenzen eine gegenseitige Interaktion stattfindet. Zum Beispiel. Wir haben uns jeweils gesehen. Die Kategorie der Bestimmtheit hat zwei Merkmale. Bestimmt, spezifisch und unbestimmt, unspezifisch. Ein bestimmtes Pronomen bezieht sich auf ein oder mehrere bestimmte Wesen. Zum Beispiel. Ich sah ihn. Ich sah sie, Plural. Ein solches Pronomen ist ein Personalpronomen. Ein unbestimmtes Pronomen bezieht sich auf ein nicht identifiziertes oder allgemeines Wesen. Zum Beispiel. Ich sah jemanden. Ich sah alle. Ein unbestimmtes Pronomen ist also kein Personalpronomen, sondern ein unbestimmtes. Allerdings. Die unbestimmten Objektfallformen werden im Nominativfall abgeglichen durch dritte Person Personalpronomen in Zusammenarbeit mit einem Nicht-Aktiv-Verbwortstamm. Siehe Lektion 22. Die Kategorie der Hervorhebung hat zwei Merkmale. Hauptlinie und Nebenlinie. Der Vergleich wird durch morphosyntaktische Prozesse ins Spiel gebracht. Eine Objektfallform hat die Hauptlinie entweder ursprünglich oder als Ergebnis einer Kausativ- oder Applikativableitung. Wenn jedoch ein neues Objekt zu einem bereits transitiven Wortstamm hinzugefügt wird, dann wird ein früheres Objekt auf die Nebenlinie Bekanntheit zurückgestuft. Das heißt, dieses wird in den Hintergrund gerückt, verschoben. Dies wird ausführlich behandelt in den Lektionen 21 bis 26. Absatz 6.2. Die transitives verbales Prädikatform mit der monadischen, einzigen, einstelligen Valenzposition. Die zweite verbales Prädikatform in Absatz 4.5 ist die einfachere der beiden transitiven Formen, da diese eine Valenzposition hat, die monadisch, einzig, einstellig,
ist. Diese ist wie folgt. Lineare Form. Doppelkreuzschriftzeichen, Person 1, oder Person 2, plus Valenz, Wortstamm, Tempus, plus Numerus 1, oder Numerus 2, Doppelkreuzschriftzeichen. Diagrammform. Doppelkreuzschriftzeichen, Person 1, oder Person 2, plus Bedeutung, plus Numerus 1, oder Numerus 2, Doppelkreuzschriftzeichen. Ist gleich, Subjekt. Plus, Valenz, Wortstamm. Ist gleich, Kern des Prädikat. Tempus. Ist gleich, Tempus des Prädikat. Die Valenzposition in dieser Form konzentriert die pronominalen Kategorien auf eine von drei möglichen Morphe. Erstens. Ein nebenlinie-reflexives, wechselseitiges Objektmorph. Navatl-Teil. Die Verwendung dieses Personalpronomen-Morph wird diskutiert in den Lektionen 21 bis 26. Zweitens. Ein unbestimmtes dritte Person, Projektion, bezügliches Objektmorph, das Mensch und Nicht-Mensch kontrastiert, vergleicht, entgegensetzt. Absatz A. Navatl-Teil ist gleich. Jemand. Irgendjemand, jedermann. Menschen, im Allgemeinen. Jeder. Alle. Absatz B. Navatl-Teil ist gleich. Etwas. Irgendetwas. Dinge, im Allgemeinen. Alles. Dies sind unbestimmte Pronomen und keine Personalpronomen, siehe Absatz 6.1. Die Erläuterung, etwas, bezieht sich entweder auf nicht animierte oder animierte Objekte. Das heißt, der Vergleich zwischen diesen beiden pronominalen Präfixen liegt nicht in der Lebendigkeit, sondern in der Menschlichkeit. Vergleiche, Absatz 12.5. Das folgende Schema erklärt die Beziehung. Mensch, Navatl-Teil, animiert. Nicht-Mensch, Navatl-Teil, animiert. Nicht-Mensch, Navatl-Teil, nicht animiert. Die Formen der Hauptlinie und der Nebenlinie sind identisch. Hinweis. Es gibt Gelegenheiten, in denen Navatl-Teil verwendet wird, um sich auf Menschen im Allgemeinen zu beziehen, mit dem Übersetzung Wert, jeder, oder Menschen, im Allgemeinen. Absatz 6.3. Die transitives verbales Prädikatform mit der Zweiteiler-Valenzposition. Wenn das Personalpronomen im Objektfall eine Hauptlinie ist und eine spezielle Bezugnahme hat, werden vier Information-Teilstücke wichtig. Verlaufsbahn. Person. Numerus. Und Kasus, Fall, das heißt Objektfall. Alle diese werden zusammengefasst zu den Zweiteiler-Unterpositionen Valenz 1 und Valenz 2. Die verbales Prädikatform lautet wie folgt. Lineare Form. Doppelkreuzschriftzeichen, Person 1 oder Person 2 plus Valenz 1 oder Valenz 2, Wortstamm, Tempus plus Numerus 1 oder Numerus 2, Doppelkreuzschriftzeichen. Diagrammform. Doppelkreuzschriftzeichen, Person 1 oder Person 2 plus Bedeutung plus Numerus 1 oder Numerus 2, Doppelkreuzschriftzeichen. Ist gleich, Subjekt. Plus, Valenz 1, oder, Valenz 2, Wortstamm. Ist gleich, Kern des Prädikat. Tempus. Ist gleich, Tempus des Prädikat. Absatz 6.4.
Die Projektion, bezüglichen, Personalpronomenobjekte. Wenn die Valenzposition ein Zweiteiler ist, werden die Kategorien Person, Numerus und Kasus, Fall, unterschiedlich kombiniert in Valenz 1 und Valenz 2, je nachdem, ob die Personalpronomen des Projektion bezüglichen Objekt in der dritten Person sind oder nicht. Erstens. Die Unterposition Valenz 1 manifestiert, festlegt, immer die Kategorie der Person. Aber diese ist niemals die einzige vorhandene Information in der Unterposition. Absatz A. Für die dritte Person wird die Person mit dem Objektivfall kombiniert in der Valenz 1 Unterposition. Das morphische Füllelement hat die Varianten Navatl-Teil oder Navatl-Teil. Die ersten beiden sind lediglich schreibweise Varianten. Das I beim dritten ist ein unterstützender Vokal. Wenn ein verbales Prädikat, inneres Vokal, auf beiden Seiten des Morphs steht, ist seine Form Navatl-Teil oder Navatl-Teil gemäß den Regeln für die Schreibweise von K. In Lektion 2. Zum Beispiel Navatl-Teil. Navatl-Teil. Das A ist Teil des Wortstamms Navatl-Teil. Bezüglich der Kombination Navatl-Teil, siehe Absatz 2.3.4. Navatl-Teil. Das zweite I ist Teil des Wortstamms Navatl-Teil. Das E ist Teil des Wortstamms. Der Navatl-Teil Morph wird vor einem Konsonant verwendet, wenn das Subjektpronomen des verbalen Prädikat Navatl-Teil als Füllelement der Person 1 oder Person 2 zwei Teile hat. Zum Beispiel Navatl-Teil. Absatz B. Für die erste und zweite Person wird die Person mit dem Numerus kombiniert in der Valenz 1 Unterposition. Die morphischen Füllelemente sind Navatl-Teil ist gleich zweite Person Singular. Navatl-Teil ist gleich zweite Person Plural. Navatl-Teil ist gleich erste Person Singular. Navatl-Teil ist gleich erste Person Plural. Mit Ausnahme des zweite Person Singular Morph sind diese Valenz 1 Morphe identisch mit den Person 1 Morphen. Siehe Absatz 5.3.1. Aber im Gegensatz zu den Morphen in Person 1 erlauben diese Valenz 1 Morphe keine Mehrdeutigkeit, notwendigerweise, da hier keine eindeutige Vorrichtung existiert, an anderer Stelle im verbalen Prädikat. Zweitens. Die Unterposition Valenz 2 gleicht die Kategorie aus, die nicht in Valenz 1 enthalten ist. Dies geschieht wie folgt. Absatz A. Für die dritte Person ergibt die Valenz 2 Unterposition den Numerus. Navatl-Teil ist gleich Singular. Navatl-Teil oder Navatl-Teil ist gleich Plural. Der Pluralmorph Navatl-Teil tritt nur auf vor M, P oder vor einem Vokal. Obwohl nur eine weitere Morph-Variante dargestellt ist, nämlich Navatl-Teil, deuten die Aufhängepunkte darauf hin, dass alle nasalen Assimilierungen, Aufnahmen, möglich sind. Die in Absatz 2.11.1, Absatz 2.12.4 und Absatz 2.12.5 Navatl-Teil und so weiter. Absatz B. Für die nicht dritte Personen drückt die Valenz 2 Unterposition einen Objektivfall aus,
der festgelegt wird durch das Morphem. H. Dieses hat zwei morphische Varianten. Navatl-Teil. Für zweite Person Plural, erste Person Singular und erste Person Plural. Navatl-Teil. Für den zweite Person Singular. Der Laut. J. Ist eine häufige Variante des Phonems. J. Siehe Absatz 2.3.4. Beide Morpheme unterliegen der Assimilation, Aufnahme. Siehe, Absatz 2.10.5, Absatz 2.10.6 und Absatz 2.11.2. Navatl-Teil kann daher in einem Text erscheinen, geschrieben als Navatl-Teil oder Navatl-Teil. Und Navatl-Teil kann erscheinen als Navatl-Teil oder Navatl-Teil. Absatz 6.5. Zusammenfassung der Personalpronomen in der speziellen Projektion bezüglich Objektfunktion. Die morphischen Zweiteiler im folgenden Musterbeispiel sind automatische Äquivalente, Entsprechungen zu den englischen Objektpersonalpronomen. Navatl-Teil ist gleich plus erste Person Singular oder Objekt ist gleich ich, mich. Navatl-Teil ist gleich plus erste Person Plural oder Objekt ist gleich uns. Navatl-Teil ist gleich plus zweite Person Singular oder Objekt ist gleich du, dich. Navatl-Teil ist gleich plus zweite Person Plural oder Objekt ist gleich ihr, Plural euch. Navatl-Teil ist gleich plus dritte Person Objekt oder Singular ist gleich ihn, sie, animiert ihn, sie, nicht animiert. Navatl-Teil ist gleich plus dritte Person Objekt oder Plural ist gleich sie, Plural, animiert. Die durch Assimilation, Aufnahme, entstandenen Varianten, siehe Absatz 6.4, sind natürlich in diese Auflistung aufzunehmen. Absatz 6.6. Die Hauptlinie reflexiv, Personalpronomenobjekte. Die Valenzposition hat die folgenden Ausrichtungen von Unterposition und Kategoriemerkmalen, wenn das Personalpronomenobjekt ein Hauptlinie reflexiv ist. Im Plural kann das Reflexivobjekt eine wechselseitige Bedeutung haben, anstelle einer reflexiven. Ein Hauptlinie reflexiv, reziprok, wechselseitiges Verbobjekt spiegelt wieder die Personen und Numerus, Informationen des Subjekt. Es besteht also dann keine Notwendigkeit, dass das Objekt diese Informationen wiederholt, und Navatl tut dies nur in der ersten Person. Erstens. Die Unterposition, Valenz 1, ist der Ort der Kategorien, Person und Numerus. Navatl-Teil ist gleich. Erste Person Singular. Navatl-Teil ist gleich. Erste Person Plural. Navatl-Teil ist gleich. Nicht die erste Person. Zweitens. Die Unterposition, Valenz 2, ist der Ort des Objektivfallmerkmals, das sich durch den Morph U ergibt. Wenn der Verbwortstamm jedoch mit einem Vokal beginnt, dann wird der U Morph ersetzt durch den unregelmäßigen Morph Quadrat 0. Siehe jedoch Absatz 7.8.4 Hinweis. Absatz 6.7. Zusammenfassung der Personalpronomen in der Hauptlinie
Reflexobjektfunktion. Dimorphischen Zweiteiler, im folgenden Musterbeispiel, sind automatische Äquivalente zu den angegebenen englischen Übersetzungen. Navatl-Teil ist gleich, plus, erste Person Singular, oder, Reflexivobjekt. Mich selbst. Navatl-Teil ist gleich, plus, erste Person Plural, oder, Reflexivobjekt. Uns selbst. Einander. Navatl-Teil ist gleich, plus, nicht erste Person, oder, Reflexivobjekt. Dich selbst. Er sich selbst, sie sich selbst, es sich selbst. Uns selbst. Uns gegenseitig. Sie, Plural, sich selbst. Sie, Plural, einander. Übung 6. Die transitives, verbales Prädikat formen. Objektpronomen. 6a. Merkmale der Kategorien. Benenne die Merkmale, die zu den folgenden grammatikalischen Kategorien gehören. Erstens. Verlaufsbahn, Trajektorie, ist gleich. Projektion, bezüglich. Reflexiv. Reziprok, wechselseitig. Zweitens. Bestimmtheit, Spezifität, ist gleich. Bestimmt, spezifisch. Unbestimmt, unspezifisch. Drittens. Hervorhebung, Bekanntheit, ist gleich. Hauptlinie. Nebenlinie. 6b. Diagrammform für das transitive verbale Prädikat mit monadischer, einziger, einstelliger, Valenz. Schreibe auf aus dem Gedächtnis die Diagrammform der transitives verbales Prädikatform mit der monadischen, einzigen, einstelligen, Valenzposition. Doppelkreuzschriftzeichen, Person 1 oder Person 2, plus Bedeutung, plus Numerus 1 oder Numerus 2, Doppelkreuzschriftzeichen. Ist gleich, Subjekt. Valenz, Wortstamm. Ist gleich, Kern des Prädikat. Tempus. Ist gleich, Tempus des Prädikat. 6c. Monadische, einzige, einstellige, Valenzfüllelemente. Diskutiere die Navatl-Teil und Navatl-Teil-Füllelemente der monadischen, einzigen, einstelligen Valenzposition. Dimorphe Navatl-Teil und Navatl-Teil sind unbestimmte Pronomen. Es sind unbestimmte dritte Person-Projektion bezügliche Objektmorphe mit den Bedeutungen jemand, irgendjemand. Leute, im Allgemeinen. Jeder. Und beziehungsweise etwas, irgendwas. Dinge, im Allgemeinen. Alles. Navatl-Teil bezieht sich nur auf Menschen. Navatl-Teil bezieht sich auf animierte nichtmenschliche Wesen oder auf nicht animierte, unbeseelte Dinge. 6d. Diagrammform für das transitive verbale Prädikat mit Zweiteiler Valenz. Schreibe auf aus dem Gedächtnis die Diagrammform der transitives verbales Prädikatform mit der Zweiteiler Valenzposition. Doppelkreuzschriftzeichen Person 1 oder Person 2 plus Bedeutung plus Numerus 1 oder Numerus 2 Doppelkreuzschriftzeichen. Subjekt. Valenz 1 oder Valenz 2 Wortstamm. Ist gleich Kern des Prädikat. Tempus. Ist gleich Tempus des Prädikat. 6e. Objektivfall, Projektion, bezüglicher, Personalpronomen. Schreibe auf aus dem Gedächtnis
Dinawattel-Objektivfall, Projektion, bezügliches, Objektpersonalpronomen, für die folgenden englischen, Verbobjektpronomen. 1. Nawattelteil, oder, Nawattelteil. Sie, Plural. Ihnen. 2. Nawattelteil. Mich. 3. Nawattelteil. Du. Dich. 4. Nawattelteil. Uns. 5. Nawattelteil, oder, Nawattelteil. Ihn, sie, es, animiert. Sie, Plural, nicht animiert. 6. Nawattelteil. Ihr, Plural. Euch. Hauptlinie, Reflexivobjekt, Personalpronomen. Schreibe auf aus dem Gedächtnis, die Nawattel-Hauptlinie, Reflexivobjekt, Personalpronomen, für die folgenden englischen Reflexivpronomen. 1. Nawattelteil, oder, Nawattelteil. Mich selbst. 2. Nawattelteil, oder, Nawattelteil. Dich selbst. 3. Nawattelteil, oder, Nawattelteil. Er sich selbst, sie sich selbst, es sich selbst. Es sich selbst, sie, Plural, sich selbst, nicht animiert. 4. Nawattelteil, oder, Nawattelteil. Uns selbst.